Türchen Nummer 2. Heute geht es um die Rote Margot. Die Rote Margot ist eine ganz, ganz clevere Geschäftsfrau. Nachdem sie sich von Benno getrennt hat und ihren kleinen Gemüseladen aufgemacht hat, hat sie sich entschlossen, sich 3 Wochen einzuschließen, den Laden wieder aufzumachen. Alle kamen angestürmt und fragten, wo warst du? Und sie erzählte von ihrer Reise nach Zatarinopol. Ja, das ist ganz weit weg. Bestimmt so, 12 Kilometer ungefähr. Naja, aber so weit immerhin, dass niemand anderes ihr dahin folgen konnte. Ja, und dann hat die Margot erzählt, was sie dort erlebt hat. Sie hat dort erlebt, dass die Leute ursprünglich, ganz einfach sich an den Kopf gefasst haben, aus dem Nichts heraus höllisch Schmerzen gehabt haben, laut geschrien haben und dass ihnen dann ein drittes Ohr oder eine zweite Nase gewachsen ist. Oder vielleicht sogar Hörner. Ja, und dann hat sie gesagt, sie hat Kopfschmerzen bekommen, ist sofort zurückgefahren und hat sich eine Tinktur zurechtgebraut. Ja, und diese Tinktur, die kann man jetzt bei ihr kaufen. Ja, der Herr, der kann sich auf die Glatze schmieren und die Damen, die können sich das unter die Achseln schmieren. Ja, und seitdem das hier so toll verkauft wird in Gurkhanistan, ja, seitdem ist das nämlich so, dass noch niemand ein drittes Ohr oder eine zweite Nase bekommen hat. Weil die Frage wäre ja auch, wie trägt man dann seine Brille? Oh, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Und eine so eine Flasche Tinktur, die kostet 1 Gurkado. Das ist die Währung hier in Gurkhanistan und war früher mal ungefähr 1 D-Mark. Heute, oder na sagen wir mal lieber in 2 Jahren, da werden das ca. 6.000 deutsche Euro sein, 1 Gurkano. Naja, das ist halt auch Inflation. Und diese Tinktur, da gibt es auch eine Sonderedition. Das ist immer, wenn sie mal ein totes Tier am Fahrbahnrand oder ja, wenn die Feldbahn mal einen Hasen erwischt, dann haut sie den da mit in ihr Rezept. Und das ist dann die Sonderedition. Das klingt dann im Fernsehen immer so. Ja, kein Mensch weiß, was da drin ist, aber alle zahlen 3 Gurkados. Und wer hip sein will, der kauft sich das Zeug. Und wenn man die Schluckspechte der sauren Gurke so fragt, die haben das sowieso völlig falsch verstanden. Die trinken das Zeug nämlich, weil die denken, das heißt nicht Tinktur, sondern Trinkkur. Ne? Und dann sagen die immer, also dieses ganz besondere Zeug, das ist eigentlich noch widerlicher zu genießen, ja, weil die Tiere drin sind. Ja, naja, das ist halt die Rote Margot. Aber wenn ihr Angst habt, dass euch ein drittes Ohr oder eine zweite Nase wachsen könnte, dann gebe ich euch mal das Geheimrezept. Also, man nimmt 3-mal schwarze Hühnerscheiße, ordentlich Fliegenpilze und verschimmelte Gurken, die hier jetzt so hauf rumliegen. Und wie gesagt, wenn ein totes Tierchen irgendwo zu finden ist, auch nicht schlecht, wird gern genommen. Bis morgen.